Gucken wir einfach mal. Ich weiß mir nicht. Wir müssen gar nicht rauskriegen. Das Spiel ist nett und gibt es einen Tipp, von daher. Das hier sind einfach nur so. Ja, das sind einfach nur so Dinger. Was ist mit diesem Turm? Kann ich hier drin irgendwo rumklettern? Sieht nicht so aus. Hier was auf dem Boden? Ich vermute, diese Zeichnung soll quasi heißen, der Turm ist der Schlüssel. Allerdings weiß ich gerade nicht, wofür der Turm ein Schlüssel ist. Das da sieht brüchig aus. Irgendwie zum Kaputtschießen oder so hier. Hier war ich schon. Aber das Ding ist, es gibt ja auch mehr als einen von diesen Türmen, ne? Und das ist der eine und irgendwo da hinten war noch einer. Okay, wir gucken uns das mal hier da unten, wo wir eben waren. Wo war das? Hier. Und hier kann ich... Wow, das ist mein Tipp. Was? Ist das eine Glocke? Kann ich das dann einfach durchschießen? Natürlich nicht. Okay, es ist halt doch Klettern, wie ich mir gedacht habe. Man klettert. Ja, okay. Aber nicht verwandt, oder? Warum sollte das verwandt? Nein. Ich, soweit ich weiß, haben Uncharted und Tomb Raider keine unehelichen Kinder. Das ist natürlich festgemacht. Ist das eine Glocke oder ist das einfach nur ein Stein? Das sind Steine. Was soll ich denn mit Steinen? Ich bin verwirrt. Okay, kann ich das von hier aus kaputt schießen? Weil ich sehe gerade, doch, ich sehe einen Weg, da rüberzukommen. Ich bin blind. Er hält sich nicht dran fest. Warum hältst du dich nicht an dieser... Okay, der geht nach da. Da sind Steine. Die Steine würden wohin fallen? Auf den Boden. Hä? Ich meine, wenn die hier hinfallen würden, wäre das total sinnvoll. Ne? Dann würden die hier das Gitter kaputt machen, aber. Die hängen doch da. Ich bin total verwirrt. Und ich habe keine Ahnung, wie man hinkommt. Ich vermute, ich muss da wieder hochklettern und das Ding abschießen. Let's see. Natürlich kannst du den Jump machen, okay.
Damit kann ich jetzt auf den Turm draufklettern. Naja, da hätte man auch mal draufkommen können. Sooner or later. Vermutlich eher later. Es tut mir leid, wenn die Kamera manchmal so extrem rumwurbelt, aber ich kann da nichts für. Ich schwöre, ich lasse extra schon den Finger von dem Stick, damit sie nicht ganz so crazy wobbelt. Aber gerade ist... Nathan, geht's dir gut? Hast du irgendwas genommen? What the fuck? Springt ihr einfach mal hier runter. Nein, 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 nein! Oh. Was? Ich muss in den Turm springen, richtig? Moment, wo soll ich hin? Da soll ich hinspringen. Okay. Also was doch so Assassin's Creed-like Tower erklimmen. Okay. Habe ich mir das doch richtig gedacht. Ich könnte mich hier fallen lassen. Ich muss mich hier fallen lassen. Und hier auch. What the? Okay, klar. Mit Pistole in der Hand. Of course we can. Ja, das ist so crazy Assassin's Creed-like. Ich bin so frei. Danke. Nimm doch das Seil, dann hätte es auch so, das Seil ist hier. Okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Nee, ist alles gut. Alles gut. Machst ja nur hier alle Ruinen kaputt. So, wir haben den Schlüssel hierfür. Das ist was. Nein? Okay. Diese Resident Evil Kamera. Jetzt finden noch Tank Controls. Wo zur Hölle ist sie? Ruf doch einfach mal, vielleicht antwortet sie. Oh, hier ist schon wieder ein Fight. Okay, das ist wahrscheinlich gleich anfängt wieder ein Fight zu geben. Geh ich nochmal eben. So. Nächsten Pinkel in der Hocke. Ja genau, das Symbol da unten steht für keine Küttel, sondern nur ganze Würste. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wann der pinkelt. Der ist so oft ins Wasser gesprungen, der hat bestimmt irgendwann einfach mal laufen lassen. Garantiert. Okay. File incoming. Sonst wird hier nicht Muni rumliegen. Ja. Noch sehe ich keinen. Aber da liegt schon mal Muni. Definitiv ein Anzeichen für einen Fight. Der Typ da oben ist uncool. Wo ist meine AK hin? Liegt da doch, pick dir doch auf. Fuck my life. Die Shooting-Passagen.
Ist schon mal aufgefallen, wir hatten am Anfang des Games so die erste Stunde war so richtig schön Story und jetzt streckt sich das Ganze mal so ein bisschen mit Gunplay. Und ich habe da eigentlich nichts gegen, aber es ist ein bisschen viel. Der Hex doch immer. Die stehen halt hinter den Wänden und versuchen mich durch die Wände zu erschießen. Okay. Warum hört denn die Musik auf, wenn der Feind nicht vorbei ist? Haben wir es dann jetzt? Anscheinend. Wie viel Schuss habe ich mit der Mikro? 59. Und mit der Pistole? 33. Glitzert da irgendwas? Da oben? Tatsächlich. Okay, dann gehen wir mal die Mikro wollte ich mitnehmen. Hier war da noch einer, den ich mit einer Granate weggefetzt habe. Aber hier liegt ziemlich viel Pistol-Ammo rum. Also wir bleiben bei der Pistol. Das ist AK. Hier hinten war noch Pistol-Ammo. Bin ich blöd? Dankeschön. Natürlich ist hier ein Gate, wo ich nicht durchkomme. Zeit für Kletteraffen-Modus. Wie, ich kann da nicht langklettern und da hochklettern? Are you serious? Fucking invisible walls. Hä? Lass doch los, Nathan. Lass doch einfach los. Hier, maybe? Okay, ich bin ein bisschen ratlos, wo ich lang soll. Ein bisschen. Hier ist zu. Was ist das? Das ist die West. Hä? Hier lang? Ne, da ist auch dicht. Bin dumm. So, noch mehr Enemies? Bringt ihn um! Nein, Mann, lass mich bitte am Leben. Da hinten. Diese Wallhacks von den Gegnern sind crazy. Was hältst du da überhaupt? Come on. Du bist
der Shotgun von da hinten. Sicher. Verdammt. Also ich kann total sehen, wie das auf höheren Schwierigkeitsgraden einfach nur ridiculous wird. Noch mehr? Ne, das sind nur Steine. Okay. Warum ist dann die Musik noch so dramatisch? Wow, 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 was? Von wo? Ich glaube, die ist kaputt. Ich glaube, die ist kaputt. Will ich hier runter? I can't see shit. Verdammt! Die schießen halt überall durch, die Pussys, Mann. Wie mit ihren scheiß Wallhacks. Die despawned oder was? What? Okay, okay. I don't even ask. That's some weird shit. That Wie funktioniert? Die sind nicht Spanisch. Die sind Englisch. Wow. Okay. Fletcher, wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen wir uns dort. Francis Drake. Wow. Du hast es geschafft. Aber was hattest du vor? Was? Das ist wieder eine Shotty, ne? Ja, fuck Shotties. Das sieht schon nett aus hier, ne? Wenn nicht hier so die ganzen Typen amok laufen würden. Das muss Drakes Turm sein. Mein Gott! Er ist da drüben! Haben wir es dann. So viele Gegner und so wenig Munition. Okay, sein Turm ist wo? Das ist sein Turm, ne? Wie komme ich da hin? Bis die Tage, Kackspaß. Hier wieder runter und dann... Nee, da bin ich durchgelatscht.
Die Lösung muss hier oben irgendwo sein. Oh, ich glaube da hoch. Okay. Holy shit, das sah so aus, als ob er da runterfällt. Wo kann sie sein? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, wo Elena ist. Okay. Das ist super weird, weil er sich hier nicht... Ich kann meine Kamera gerade nicht drehen. Nach oben? Okay. Okay. Hüpf. So, maybe nicht noch mehr Feuergefechte, das wäre voll cool. Und so ein bisschen rumlaufen und Story wäre halt gerade richtig cool. Nette Aussicht. Das war bestimmt Drake's. Was hast du wohl gesucht, hm? Sieh an, kommt mir bekannt vor. Oh, sie haben nie abgelegt. Elena. Hey, da ist sie. Aufgepasst! Scheiße. Oh nein! Was? Okay. Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja. Ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Nein, Moment, bist du sicher? Los auf dem Weg, Burger! Hey, pass an, mach die verdammte Tür auf! Los jetzt! Na toll. Ach du Scheiße. Hey, Dre. Nicht du. Eddie Raja. Ich hätte es okay, das ist ein anderer. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Red dir nichts ein, Eddie. Unfreundlich wie eh und je, hä? Ich sag dir was. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben? Na, schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehme jetzt sterben. Hey, Kamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen! Und es kommt nichts dabei herum! Ich mach dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden, und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold! Und die Kleine, natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Dai Gujing, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde sie finden. Glaub mir, was kann eine Frau allein schon ausrichten? Und? Komm schon! Danke. Hey, verdammt! Okay. Gut gemacht. Danke. Hey, Bukapito! Festhalten! Hey, die kann der
Hinterher! Innen da! Los, los! Dö, dö, dö. RIP. Da sind sie. Come on. RIP, so viel dazu. Warum ist die Karre von denen so crazy gepanzert? Die Reifen, maybe? Ist gar nicht so einfach. Ich bin doch schon dabei. Hör doch auf, mich die ganze Zeit hier auf Rot zu setzen oder was, weiß ich nicht. Holy shit, Mann. Okay, alles cool. You got this. Vorsicht, Klippe! Alles klar da hinten? Ja, ja! Glaub schon. Warum fahren wir jetzt wieder zurück? Oh, was? Na, das kann ja jetzt lustig werden. Achso, ich kann Granaten trotzdem werfen. Vorsicht! Fuck. Okay, next one. Ich habe sie! Hinter uns! Nicht entkommen! Sie verkackt! Okay, mit Granaten macht das definitiv mehr Spaß. Ja, Treffer! Pack sie ab! Okay, next one. Nate! Lass sie weg! Did it. Mein Gott, wie viele sind denn noch? Nate? Los, Vollgas! Schneller! Ja, echt mal, nicht aufgeben hier. Gib Gummi. Wow, die Physik. Geschafft! Hätte nie gedacht, dass das klappt! Wer war dieser Typ? Bloß ein alter Geschäfter! Ah, Vorsicht! Oh nein, festhalten! Oh oh. Ja, I'm fine. Okay, nimm meine Hand. Okay. Das war's. Alles klar? Bei mir ja. Aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Verdammt. Was? Komm schon. Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie. Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet
Nicht los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Verdammt, der Typ spinnt. Eddie, entspann dich, Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Daikamo. Was? Sure.